edle Pedalritter, übermenschliche Helden, die meistkontrollierten Athleten der Welt. Faszination Radsport pur. Unvergessliche Triumphe. Wären da nur nicht diese boshaften, weit hergeholten Anschuldigungen. Haben Sie sich denn heute schon gedopt? Eine dümmere Frage gibt's nicht, gell? Warum ist die Frage dumm? Weil du Arschloch bist, ganz einfach. Ich weiß nicht, ob Sie das ernst meinen, so dumme Fragen zu stellen. Bist du für ein Penner? Hast du heute schon deine Frau beschissen? Hast du heute schon deinen Arbeitgeber beschissen? Mit der Spesenabrechnung? Bist du heute schon mal rot gefahren? Bist du schon mit dem Bier im blutalten Auto gefahren? Was bist du für ein Idiot? Nicht genug, jetzt wird ein neuer Kübel voll Dreck ausgekippt. Lance Armstrong betrieb ein gigantisches Dopingprogramm. Ein Bericht der US-Anti-Doping-Agentur USADA erhebt die dreisten Vorwürfe. Nur wegen ein paar schwarzer Schafe. Der erfolgreichste Radfahrer aller Zeiten, Lance Armstrong. Hunderte Tests bestanden. $1 Million für Doping bezahlt. Unser Ulle hat nie jemanden betrogen, wirklich. Ein Staatsanwalt befand trotzdem, er hat gedopt. Sprintstar Zabel hat doch nur ein einziges Mal und nur testhalber EPO genommen. Rolf Aldag, weil man einfach nicht erwischt werden konnte, griff er zu EPO. Udo, quäl dich, du Saubölz. Wachstumshormone für den Pfälzer. Jörg Jaksche, Bernhard Kohl, Stefan Schumacher, alle pharmazeutisch getunt. Toursieger Bjarne Ries schraubte seinen Hämatokritwert mit EPO in ungeahnte Höhen. Ex-Telekom-Kasache Alexander Vinokurov punchte mit Fremdblut. Der Pirat Marco Pantani pfiff sich EPO rein und starb an einer Überdosis Kokain. Bergkönig Richard Virenque, EPO. Toursieger Floyd Landis war nicht wählerisch. EPO, Testosteron, Wachstumshormone, Bluttransfusionen. Giro-Sieger Ivan Basso setzte auf Eigenblutdoping. Dänenbergfloh Michael Rasmussen, 2 Jahre Sperre wegen umgangener Dopingkontrollen, bestreitet, mit Dün-EPO gedopt zu haben. Levi Leipheimer beschleunigte mit EPO, Testosteron und Blutdoping. Toursieger Alberto Contador, genannt El Pistolero, griff zum Kälbermastmittel Clenbuterol. Nur der härteste der Harten, der letzte Aufrechte, Jens Vogt, hat, Zitat, nie gedopt, dopt nicht und wird nie dopen, twitterte er zumindest. Bestimmt nur ein ganz dummes Missverständnis. Im Anhang des USADA-Dopingberichts taucht ein Bild Vogts mit dem ehemaligen EPO-Boten Armstrongs hier in der Mitte auf. Auch mit dabei Radprofi Frank Schleck. Was bist du für ein Idiot? Was bist du für ein Idiot? Schon in der Bibel steht geschrieben, das älteste Buch der Welt. Wer ohne Schuld ist, der werfe den ersten Stein. Und schweigen gingen sie auseinander. Also jetzt schau in deine Seele. Bist du schuldfrei? Bist du moralisch einwandfrei? Dann richte über mich. Wenn nicht, Mund halten. Es lebe der Radsport.